Dann. Und im Nachtclub gibt es wie immer sonnabends die Saturday Night Disco, heute mit Wolfgang Hahn. Von dem wir gerade eine Reportage gehört haben und der Völkerverständigung dienen wird, das ist natürlich sehr fraglich. Wahrscheinlich fahren die Jugoslawen jetzt nie mehr nach Dänemark, wenigstens nicht innerhalb der nächsten 3 Wochen. Wir müssen erst einmal ihre Wunden lecken. Und in Dänemark wird kräftig gefeiert. Aber in Dänemark wird sowieso immer kräftig gefeiert. Und wenn uns jetzt Dänen zuhören sollten, dann können sie gleich weiter feiern, denn jetzt beginnt unsere Disco-Schiene, die durchgeht bis 24 Uhr. Es geht los mit der Gruppe Fun Fun. Das sind 2 römische Mädchen, die nicht nur ziemlich heiß aussehen, sondern auch noch ganz schön heiß singen. Francesca Mirola ist 19, Natalia Roma, schon der Name, nicht? Natalia Roma ist ganze 18 und Color My Love heißt ihr derzeitiger Hit. Ab geht's. In 6 Monaten, einem halben Jahr ist wieder Weihnachten. Love me.
gucken wir mal ganz schnell ins Programm, was es gibt, was Neues von Real Life, nicht Send Me an Angel, sondern endlich mal was anderes, dann von Rod Stewart, was ganz Neues, von den Flirts, was nicht mehr so Neues, David Bowie, Diana Ross mit Oldies, Joe Tex auch und Matt Soforte und Divine. Die Pointers ist das dann auch dabei mit ihrem derzeitigen Nummer 5 Titel, glaube ich, in USA und das Stück heißt Jump. We'll be right back.
natürlich eine schwache Leistung. Man sagt also Jump, das ist ungefähr auf Platz 5. Und ich habe jetzt mal ganz genau nachgesehen, habe natürlich alles dabei, alle Unterlagen. Musste es nur eben aus dem Koffer zerren. Also Platz 8 Jump in USA seit 8 Wochen unter den Hot 100. Eine sehr wichtige Nachricht, die wir auf keinen Fall verpassen sollten, ist, dass Roger Whittaker seinen Bart abrasiert hat. Weitere Restaurationsvorschläge für den immerhin doch schon über 40-jährigen Whittaker macht jetzt Divine. Und Divine schlägt vor, Whittaker soll künftig T-Shirts und enge Blue Jeans tragen. Und so heißt auch ihr neuer Titel. T-Shirts and tight blue jeans kommt ungefähr in diesem Stück 30 Mal vor, damit man es sich auch richtig einprägen kann. Divine ist ja nun etwas schwergewichtig, nicht als Sängerin, wahrhaftig nicht, das kann man ihr nicht nachsagen, aber so rein körperlich. Und ich glaube, dass sie bei der Aufnahme irgendwo in einer Ecke gelegen haben muss und dass man ihr das Mikrofon so von oben heruntergehalten hat. Also auf jeden Fall stöhnt sie ein bisschen diesen Text heraus, so als sei es ein bisschen schwierig. Auch schwer zu behalten, T-Shirts and tight blue jeans. Jetzt kommt etwas, was gar nicht schwer zu behalten ist, weil es nur aus einem Wort besteht, und zwar dem Wort nass spritzen mit 3 S. Und das wird gesungen von Iris und dem Brausepeter und hat ein bisschen einen frivolen Beigeschmack. Ich möchte dich nass spritzen, oho. Dann aber haben die etwas kalte Füße gekriegt, die Produzenten, und haben gedacht, damit es im Rundfunk gespielt wird, müssen wir es eindeutig stubenrein sozusagen machen, diesen Titel, und haben gesagt, ich möchte dich nachspritzen, mit Wasser nachspritzen. Und damit waren sie aus dem Schneider, und hier ist das Stück. Hey, Sommer in der Stadt, die Vögel singen, Sommer in der Stadt, ich träum von schönen Dingen, raus hier aus der Stadt, ich will ins Freibad, Mann, was ist
man da muss machen. Ich glaub, ich brauch ein Eis und träum von schönen Sachen. Ey, lass mich mal das lutschen. Ich denk, du wolltest lutschen. Was machst du da? Hör auf, komm, lass es sein. Ich will dich nass spritzen. Keep the night.
1 bei uns mit Send Me an Angel und hier ist schon die Nachfolgenummer Catch Me, I'm Falling. Jetzt kommt ein Titel aus der neuen Rod Stewart LP, ein bisschen wehleidig klingt das. Some guys have all the luck. Einige Typen haben alles Glück und ich habe gar kein Glück. Frank Sinatra wurde neben Ronald Reagan von der amerikanischen Akademie der Mode auf die Liste der bestgekleideten Männer gesetzt. Ich hatte mich auch gemeldet, aber vielleicht kommt die Nachricht Montag mit der Post. Ganz bestimmt. Doch, ich glaube dran. Ich glaube einfach dran.
22.43 Uhr, NDR 2 Saturday Night Disco. We'll be right back.
Danger, ein Titel von dem Disco-König und Massenschreiber Bobby Orlando, dargeboten von den Flirts. Mick Jagger begann in New York mit Aufnahmen für seine Solo-LP. Als Musiker engagierte er die Leute, die David Bowie während seiner letzten Tour begleiteten. Hier ist Bowie selber mit einem Stück, das 9 Jahre alt ist, aber nach wie vor ein Knaller, finde ich. Young Americans. A funny thing, am I still too young? He kissed the girl in there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Never know she's a taken anything. All night. She wants a young American. A young American, all the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? All night. He wants a young American. President Nixon, do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? You ain't a purple, you ain't a horse, a bird's got a carry, and a lady got a Chrysler. Black's got the stack, a white's got a soul train, mama's got cramps, and look at your hands, hey. Say no more. Hear every woman like a sock on the door. Hear every child like you know what that judge ain't. Hear every parent like we're right before they die. Ain't you proud that you stuck our faces? Ain't there one damn song that can make me break down and cry? Das ältere Hit jetzt von Diana Ross, und den hat Michael Jackson geschrieben, was ja nicht der schlechteste Autor ist, wahrhaftig nicht. Der die meisten Platten der Welt verkauft hat, kann sicher kein schlechter Autor sein. Diana Ross mit Muscles. Yeah.
to see. Ah, here's another thing. If that's all right for them, still a little love for me. Wahrscheinlich möchte Michael die gerne haben, darum hat er dieses Lied geschrieben, Muscles, für Diana Ross, 2 Jahre alt, von 1982. Saturday Night Disco auf NDR 2, übrigens Michael Jackson hören wir nach 11 nochmal, wenn Sie dranbleiben. Er hat eine neue Platte gemacht mit Mick Jagger, sehr reizvoll, ganz gut, bei mehrmaligem Hören gefällt es mir auch wirklich gut. Hier ist Joe Tex mit einem Oldie, We Held On. Saturday Night Disco heute am 16. Juni. In der zweiten Stunde unter anderem Billy Preston, Alan Parsons, Rock Ads, Indochine, Propaganda und Mary Burns.
Es ist 23 Uhr, die Nachrichten. In der Druckindustrie werden sich die Tarifvertragsparteien erst am kommenden Dienstag wieder zu Gesprächen in Düsseldorf treffen. In dieser Branche wird unter der Vermittlung des westfälischen CDU-Vorsitzenden Biedenkopf verhandelt. Wie der Bundesverband Druck heute in Wiesbaden mitteilte, haben die Arbeitgeber eine Wiederaufnahme der Gespräche schon am Montag ablehnen müssen, weil sie dann noch nicht zur Beurteilung des Streiks in der Lage seien. Wegen der fortgesetzten Arbeitskämpfe hatten die Unternehmer für heute geplante Verhandlungen abgesagt. Bei der Blockierung von Zeitungsauslieferungen des Druckhauses Springer in Essen ist heute nach Polizeiangaben ein Streikposten von einem Aushilfsfahrer angefahren worden. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der zunächst geflüchtete Fahrer habe sich inzwischen bei der Polizei gemeldet. In der Metallindustrie kann nach Auffassung der Arbeitgeber der Streik nur noch durch eine besondere Schlichtung beendet werden. Der Präsident des Unternehmerverbandes Gesamtmetall Thiele sagte gegenüber der Welt am Sonntag, die Schlichtung müsse so schnell wie möglich beginnen. Der stellvertretende Vorsitzende der IG Metall Steinkühler erklärte in Hagen, wenn die Arbeitgeberseite weiterhin jegliche Kompromissbereitschaft verweigere, sei eine Lösung des Tarifkonflikts auf lange Zeit nicht in Sicht. Einmütig haben heute führende Politiker der Bundesrepublik die Bedeutung der europäischen Einigung zur Überwindung der Teilung Deutschlands hervorgehoben. Bei einer Sondersitzung des Bundestages aus Anlass des 31. Jahrestages des Arbeiteraufstandes in der DDR am 17. Juni 1953 sagte der frühere Bundesminister Schröder, CDU, heute, Europas Einigung sei der einzige Weg zur Verwirklichung der deutschen Einheit. Der 17. Juni bleibe Mahnung und Verpflichtung zur Solidarität mit den in der DDR lebenden Deutschen. Bundestagspräsident Barzel hatte zu Beginn der Feierstunde den Tag der deutschen Einheit als Symbol der Einheit in Freiheit bezeichnet. Auch er vertrat die Ansicht, dass die deutsche Frage nur innerhalb einer europäischen Friedensordnung gelöst werden könne. Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen Windelin sagte in einer Rundfunk- und Fernsehansprache, mit der Europawahl am 17. Juni dieses Jahres werde der Zusammenhang zwischen deutscher und europäischer Einheit besonders deutlich. Die Wahl solle auch ein Zeichen der Hoffnung und des Mutes sein. Ein möglicher Besuch des DDR-Staatsratsvorsitzenden Honecker in der Bundesrepublik muss nach Auffassung Windelins gut vorbereitet werden. Im Norddeutschen Rundfunk sagte der Minister heute, für einen solchen Besuch gebe es bisher weder einen festen Termin noch eine feste Tagesordnung. Viele Probleme könnten jedoch nur gemeinsam gelöst werden. Windelin nannte vor allem den Umweltschutz und einen Ausbau des Reiseverkehrs. In diesen beiden Bereichen können auch nach Auffassung des stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Schmude die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten ausgebaut werden. Ebenfalls im NDR äußerte sich Schmude heute besorgt darüber, dass immer mehr DDR-Bürger in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin Zuflucht suchen, um die Ausreise in den Westen zu erreichen. Hier müsse zwischen Bonn und Ostberlin eine vertrauliche Regelung vereinbart werden, um eine Belastung der deutsch-deutschen Beziehungen zu verhindern. Und hier das Wetter für Nord- und Westdeutschland, nachts im Küstengebiet und in Schleswig-Holstein bedeckt und zeitweise Sprühregen. Im südlichen Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen vorübergehende Auflockerungen und weitgehend niederschlagsfrei. Tiefstemperaturen 11 bis 7 Grad. Am Sonntag im Norden anfangs stark bewölkt und gelegentlich leichter Niederschlag. Im Tagesverlauf, wie schon in Nordrhein-Westfalen, Übergang zu wolkigem Wetter mit Aufheiterungen und überwiegend trocken. Tageshöchsttemperaturen im Norden 15 bis 18, im Rheinland bis 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten freundlicher und etwas wärmer. Die Windvorhersage bis morgen Abend für die Deutsche Bucht und westliche Ostsee, West bis Nordwest 4 bis 5, morgen etwas abnehmend, strichweise diesig. Der Deutsche Lottoblock gibt die Gewinnzahlen der heutigen Ausspielung bekannt. 22, 27, 36, 37, 39, 47, Zusatzzahl 31. Ich wiederhole. 22, 27, 36, 37, 39, 47, Zusatzzahl 31. Die Gewinnzahl der Lotteriespiel 77 lautet 1, 9, 7, 8, 7, 7, 4. Ich wiederhole, 1, 9, 7, 8, 7, 7, 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Abschließend die Zeit, 23.05 Uhr genau.
Wir haben keine neuen Verkehrshinweise für Sie. Und hier ist wieder die Saturday Night Disco mit Wolfgang Hahn. Und hier ist ein vielversprechender Anfang für die zweite Stunde Saturday Night Disco. Something's happening tonight. Heute Nacht passiert noch was, hoffentlich was Schönes. KC and the Sunshine Band. Das sind die mit den Dancehall Days, die haben eine neue Single und nicht nur das, sondern die Freundin von Jack Hughes, das ist der Sänger bei Wang Chang, die erwartet Nachwuchs. Das Kind soll dann Wang Chang Bum heißen oder Wang Chang Peng, aber vielleicht heißt es auch ganz einfach Uwe. Auf jeden Fall, die neue Platte heißt Don't Let Go. Don't give in, maybe, maybe.
platform. I saw your head form, a kind of halo in the crowd. Christ, Joe, but baby, baby, don't run away. Baby, baby, oh, it's just today. Oh, oh, if you need me, don't let go. Oh, oh, if you need me, don't let go. Dance all night, come on, let's dance all night. Dance all night,
Billy Preston heißt schlichtweg And Dance und Tanze, Ausrufezeichen. Kurt Felix, TV-Unterhalter, Spaß muss sein oder wie immer diese Reihe heißt, gilt nach einer im Jahre 1982 durchgeführten und erst jetzt veröffentlichten Repräsentativumfrage nach Harald Junke als der humorvollste Showmaster. Das muss daran gelegen haben, dass er damals keine Sendung hatte. So schön, Alan Parsons Project. Welche Schleckereien mögen Sie am liebsten, lese ich hier. Kaugummi, Süßigkeiten, Torte, Kekse, Schokolade, Eis. Als Antwort zitiere ich Kitte, ich will alles. Then came the night I was alone, alone. Big empty bed, all on my own, alone. All in my glory, such a sad story.
give. No, I don't know. They go. I'll find another. Maybe his brother. I'll move to the next without a pause. Because I love a man. What can I do? I love a man. They're no good for you. In the end, they always resist and pretend you didn't exist. But my friend, they somehow persist and remain at the top of my list. I love a man. I love a man. Love them over and over and over again. Good times may come and they may go. I know. Money goes fast, but it comes slow, so slow. One thing is certain. Love's final curtain won't leave me bereft while there is one man left. I love a man, it's going to last. I love a man, the feeling won't pass. I love a man, wherever I go. All these men, they're haunting me so. Smile, the men, as far as I see. The man that's smiling at me. I love a man. I love a man. Love them over and over and over Titel I Love Man kommt nächste Woche raus. Das heißt nicht die Insel der Männer oder irgendwas, sondern I Love Man. Sie liebt Männer, aber sie ist sehr anspruchsvoll, wie wir hier mal in einem Gespräch in NDR 2 am Vormittag erfahren konnten. Sie hat uns ja mal besucht und hat sie gesagt, also wenn ein Mann 65% ihrer Vorstellung entspricht, dann hat sie schon verdammt großes Glück gehabt. Also so einfach ist das auch nicht alles. Jetzt kommen zwei Primadonnen. Und eine dritte Primadonna hätte eventuell auch noch mitgemischt, aber die war sich dann etwas zu prima. Nämlich Boy George vom Culture Club, bei dem klingelte das Telefon, las ich heute, und Michael Jackson meldete sich am Telefon. Nachdem er das dreimal erstmal nicht geglaubt hat, hat er beim vierten Mal festgestellt, dass es wirklich Michael Jackson war, und Michael fragte, ob Boy nicht mit ihm zusammen ein Duett aufnehmen will. Aber da hat Boy George einfach abgelehnt. Und er meinte, Michael Jackson bräuchte er nicht, seine Musiker seien gut genug. Eine andere Primadonna des Popgeschehens war nicht so wählerisch, Mick Jagger, und war hocherfreut, dass Michael ihm anbot, auf der neuen Jacksons LP ein Duett mit ihm zu singen. Und das hören wir uns jetzt an. State of Shock, sicher ein Knaller und bald in den US-Hitlisten und auch bei uns. Michael Jackson und Mick Jagger erstmals auf einer Platte.
you got me in a state of shock. Look at that. Ja, an dieser Stelle blenden wir jetzt mal lieber aus. Ne? Wer weiß, wo das noch hinführt. Also Mick Jagger sagt, look at me, baby. Und das sagt er wahrscheinlich zu Michael Jackson. Also so ungefähr wie, guck mir in die Augen, Kleines, was Humphrey Bogart mal zu Ingrid Bergman gesagt hat in Casablanca. Aber das ist eine sicher völlig andere Geschichte. So, jetzt machen wir einen Blitzbesuch bei unserer Nachtclubhörerin Barbara. Gerade kommt ihr neuer Typ Hans-Peter die Treppe raufgeschlichen. Ihr Dauerfreund Walter ist nämlich gerade als Taxifahrer unterwegs und die Gelegenheit ist günstig. Alle drei sind überzeugte Hörer der Saturday Night Disco. Solchen Stress durchstehen zu können, braucht man ganz ohne Zweifel.
So, das war in voller Länge die Maxi-Single der Nummer 5 aus England und die heißt High Energy mit Evelyn Thomas. So, hier sind wir bei der Saturday Night Disco, das heißt, da sind wir schon seit 22.15 Uhr. Jetzt sind wir aber bei dem Stück Miss Paramount und das wird gesungen von einer französischen New Wave Band, Indochine. Yeah.